Du bist eine Person, vor der sich die Leute fürchten, die lokale Hardware betreiben bzw. diese verkaufen. Warum ist Hardware so passé? Niemand kauft mehr Hardware. Es ist alles auf Software fokussiert. Und darauf, Systeme zu bauen, die du vorher nie bauen hättest können, weil die Hardware-Ressourcen begrenzt waren. Ich kann mich entsinnen, dass große Unternehmen sehr skeptisch waren, ihre ganzen Daten in die Cloud zu packen. Wie konntet ihr sie überzeugen und welche Firmen haben den Schritt gewagt? We see companies from possible every dimension and every vertical. Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen benutzen Cloud Computing. Vor allem Finanzunternehmen haben es verstanden. Wenn sie nicht innovativ sind, sich nicht anpassen, werden sie einen langsamen Tod sterben. There will be death by a thousand cuts. Would you say that legislators, especially in Europe or let's say in Germany, verstehen die Gesetzgeber in Europa, insbesondere in Deutschland, wie wichtig Cloud Computing ist? Und hat das Auswirkungen auf die Datenschutzgesetzgebung? Nein, ich denke nicht, dass sie Datenschutzgesetze verändern. Hier in Deutschland arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen und geben ihnen Musterarchitekturen an die Hand. Halten sie sich daran, sind sie auch im Einklang mit dem Gesetz. Mit eurem Angebot vereinfacht ihr bestimmte Arten von Architekturen, vor allem skalierbare Architekturen. Glaubst du, dass an Universitäten genug zu skalierbaren Systemen gelehrt wird? Ich habe in der Wissenschaft gearbeitet, bevor ich zur Amazon kam, vor knapp 10, 11 Jahren. Viele der Algorithmen, zum Beispiel solche zur Verfügbarkeit und Fehlertoleranz, wurden schon in den frühen 90ern erfunden. Es hat sie nur niemand implementiert, weil es einfach zu schwierig war. Man hat mehrere Datencenter gebraucht und viele Server. Es war einfach nicht machbar. Ihr entfernt euch immer weiter von der Hardware, abstrahiert immer mehr. Wohin wird das führen? Je einfacher die Architekturen sind, die du einsetzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie verlässlich, skalierbar und sicher sind. Dass sie gut performen, kontrollierbar und kostensparend sind. All diese Dinge kommen nur zusammen, weil man vereinfacht. Nur Strukturen, die einfach gebaut sind, können wartbar zu einer komplexeren Struktur wachsen. Systeme, die von Anfang an komplex angelegt sind, brechen unter ihrem Wachstum zusammen.